Dieses Rezept ist super einfach und dauert nur 15 Minuten. Als erstes brauchst du 70 Gramm Cashewnüsse, dann 1 Esslöffel Edelhefe oder Nährhefe. Ich nehme die von Dr. Ritter vom Reformhaus. Das gibt so diesen creamy, käsigen Geschmack. Danach 1 Teelöffel Salz und dann 200 ml pflanzliche Milch. Das gebe ich alles in den Mixer. Wenn du keinen Hochleistungsmixer hast, dann würde ich die Cashewkerne vorher ein bisschen einweichen im Wasser. Und dann gibt es diese cremige Soße, ist auch noch etwas flüssig, das ist aber okay. Nebenbei mache ich die Pasta und schneide ein paar getrocknete Tomaten. Ich gieße die Pasta ab, wenn sie al dente ist, gebe sie zurück in den Topf und würze mit etwas Paprika, Chiliflocken und Pfeffer. Danach kommen noch die getrockneten Tomaten hinzu und zum Schluss die Creamy Cashew Soße. Sie ist zuerst flüssig, aber dickt dann sehr schnell ein, nur nach ein paar Mal wenden. Ich gebe dann den Mix auf einen Teller, nehme ein bisschen frischen Rucola und toppe das Ganze damit. Und zum Schluss etwas Schnittlauch. Und fertig ist diese Creamy Pasta. Das Gericht ist so, so lecker und lasst es euch schmecken.